Ist unser Rentensystem schlechter als andere? Es heißt ja zum Beispiel, Österreich macht es viel besser. Stimmt das? Schauen wir also nach Österreich. Ist die Alpenrepublik wirklich ein Rentnerparadies? Rentner heißen hier Pensionäre. Geht es denen besser als unseren Rentnern? Die hohe Zahl der Frühpensionäre spricht schon mal dafür. Von rund 2,6 Millionen Pensionären ist fast ein Drittel in Frühpension. In Österreich ist der Volkssport Frühpension. Und jeder, der mit 53 nicht am Tennisplatz oder am Golfplatz ist, ist ein Idiot. Die Österreicher, die lieben den Ruhestand. Also Österreicher, also ich glaube, es gibt kaum ein Land der Welt, wo die Leute bei Berufseintritt schon kalkulieren, wann sie mit welchen Dingen in Pension gehen. Frühpensionäre müssen aber neuerdings auch mit deutlichen Abschlägen rechnen. Private oder betriebliche Altersvorsorge spielen in Österreich keine große Rolle. Denn die gesetzlichen Pensionen können sich sehen lassen. 2015 lag die durchschnittliche Bruttopension in Österreich bei 1.436 Euro, die durchschnittliche gesetzliche Rente in Deutschland bei 909 Euro. Die Systeme der beiden Länder waren ja ursprünglich ziemlich ähnlich. Im Zuge der Reformen der letzten Jahre und Jahrzehnte haben sie sich aber beträchtlich auseinanderentwickelt. Die deutschen Reformen haben sehr stark darauf gesetzt, Betriebsrenten und Privatrenten auszubauen. Gleichzeitig wurde das Niveau der gesetzlichen Renten ziemlich massiv reduziert. In Österreich ist man da einen anderen Weg gegangen. Nämlich Rentenniveau halten und alle gleichstellen. Auch Beamte und Selbstständige leisten jetzt Beiträge für ihre Altersvorsorge. Seit 2006 lebt und arbeitet Ute Hoberg in Wien. Als Verkäuferin in einem Feinkostladen gehört sie zwar auch hier zu den Geringverdienern. Die müssen sich in Österreich allerdings nicht so große Sorgen machen. Bis vor kurzem war ihr das gar nicht bewusst. Ich bin aus beruflichen Gründen nach Österreich gekommen, aber ich habe mich auch nie wirklich mit dem Rentensystem auseinandergesetzt. Also ich habe jetzt in der Diskussion mitbekommen, dass die Österreicher auf das oder die Deutschen auf das österreichische Rentensystem schauen. Da bin ich das erste Mal eigentlich aufmerksam geworden, dass das hier besser aufgestellt ist. Davon könnte sie nun profitieren. Eine Verkäuferin mit einem Bruttoeinkommen von 2.800 Euro bekäme, wenn sie 2035 in Österreich in Pension geht, 2.187 Euro auf der Basis des aktuellen Durchschnittseinkommens. In Deutschland wären es 1.264 Euro nach heutigem Stand ohne künftige Rentensteigerungen, sagen Experten. Netto bleiben in Österreich 1.834, in Deutschland noch 1.070 Euro. Ute Hoberg erreicht damit in der zweiten Hälfte ihres Arbeitslebens in Wien doppelt so viel Rentenansprüche wie zuvor in Deutschland. Ein Durchschnittsverdiener in Österreich kommt schneller auf eine Rente, die seine Existenz sichert. In Österreich muss dafür 26 Jahre gearbeitet werden, in Deutschland aber 40 Jahre. Und jüngere Menschen in Deutschland werden das sogar noch länger arbeiten müssen, um eine Rente in dieser Höhe zu erreichen. Und dazu kommt noch, dass die Mindestsicherung im Alter in Österreich deutlich großzügiger ist, leichter zugänglich ist und vom Niveau her auch höher angesetzt ist als die deutsche Grundsicherung im Alter.